Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Spezialtest. Ja, es ist soweit, Freunde. Heute testen wir mal wieder Chili-Nudeln. Ich habe euch ja angekündigt, dass wir, nachdem wir die Reihe Samyang Hot Chili Ramen abgeschlossen haben, uns auch mal ein Vergleichsprodukt reinziehen wollen. Und zwar ist es mir gelungen, hier mal so eine auch wohl relativ scharfe Sorte Ramen von einer anderen Firma zu organisieren. eBay macht's möglich. Und zwar hört auf den Namen Nongshim. Nongshim. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Nongshim Super Spicy Shin Red. Okay. Also das ist wieder eine Suppe, schätze ich mal. Also und ja, sieht sehr feurig aus. So schaut das Ganze aus. Ich bin mal gespannt, was das wird. Zubereitung habe ich mir schon durchgelesen. Ist sogar auf Deutsch drauf. Also kann man absolut nachvollziehen, wie das hier zubereitet wird. Deckel halb öffnen, das Würzpulver hinzufügen, kochendes Wasser bis zur Markierung gießen. Deckel schließen und 3 Minuten warten. Gut durchrühren und servieren. So, das ist ja wirklich noch einfacher als die Samyang-Variante. Oben schaut es übrigens so aus. Und ich würde sagen, packen wir einfach mal aus und gucken wir mal. Wer sich jetzt so fragt, naja, okay, bei den Samyang haben wir ja immer eine Scoville oder eine Schuhzahl gehabt. Es ist mir nicht gelungen, auf die Schnelle zu recherchieren, wie viele Schuhe die tatsächlich haben oder wie viele Scoville. Im Internet, ihr wisst selber, wie das immer ist. Da gibt es Videos, dann übertreiben sie wieder maßlos und was weiß ich was alles. Also deswegen, aus dem Grund kann ich euch das gar nicht sagen. Und dann müssen wir mal schauen. So. Erstmal ist das Ganze hier foliert. Ja, was kosten sowas? Also auf eBay mit Porto, mit Versand müssten wir so bei 4 Euro etwa liegen. Aber ich habe auch noch, wie gesagt, ein paar andere Sachen gekauft. Deswegen. So, jetzt erkennt man es auch richtig. Oh, schön hier. Das ist richtig Hochglanz. Ja, also sieht schon mal ganz gut aus. Hochglanz. So, alles klar. Steht da, soll man aufmachen. Lift hier. Okay. Machen wir mal auf. Oha. Also bis zur Hälfte soll man das aufmachen. So, und jetzt sind hier so, ist ja sehr appetitlich. Jetzt sind hier, ist hier so eine Tüte drin. Soll das so sein? Also, das ist ja, also die sind wesentlich dünner als die Samyang, muss ich schon mal sagen. Schaut mal. So, und da ist ja ganz viel Zeugs drin da auch. Also, das sieht so aus wie Pilze, dann sieht das aus so wie Lauch, also alles getrocknet. Naja, ist logisch. Könnte Zucchini sein oder so, welche schwarzen Pilze, oder Petersilie. Und ja. Also wir sollen das Würzpulver hinzufügen. Das ist ja dann das Würzpulver, das sieht dann so aus. Haben wir eine Schere hier? Ja. So, eine Vorbereitung hier heute, ne? Oder wollen wir mal gucken? So. Dann soll das dann da rein. Ich mach mal alles rein. Ich schätze mal, das soll so sein. Ja, okay. So schaut das jetzt aus mit dem Würzpulver. So, Freunde, und nun brauchen wir kochendes Wasser. Also ich gehe rüber und ja, bereite das mal eben zu, sodass wir es gleich essen können. Bis gleich. So, Freunde, da sind wir wieder. Ich habe mir eben im Wasserkocher mal ordentlich Wasser aufgekocht und habe das hier bis zu der Markierung. Naja, ich gebe es zu, ich habe es so eigentlich gar nicht richtig gesehen. Ich habe einfach mal reingekippt. Hier umgerührt, so wie es da stand, und habe das Ganze jetzt mal so hier stehen lassen, 3 Minuten. So schaut das Ganze aus. Also es erinnert sehr, sehr stark an, ja, klassische 5-Minuten-Terrine erstmal. Weiß ich nicht, ob ich es mag. Also da muss ich sagen, ist mir schon wieder Samyang tatsächlich ein bisschen mit diesen, ja, Ramen ein bisschen sympathischer, weil die Nudeln einfach dicker sind und auch die Zubereitungsart ist, finde ich, irgendwie mit der Soße schon besser. Das hier ist so ein bisschen, ja, ich weiß nicht. So, dann würde ich sagen, rühre ich mal um.
Kartoffeln, die sind jetzt weich. 3 Minuten wird angegeben. Dampft ordentlich. Okay, dann wollen wir mal gucken hier. Also es riecht gewürzt, es riecht jetzt aber erstmal nicht scharf. Es riecht ein bisschen so nach tomatisierter Geschichte. Erinnert auch ein bisschen an Maggi Spaghetti Bolognese, so in der Richtung. Ja, ein bisschen kräuterlastig vielleicht. Aber ehrlich gesagt ziemlich mild. Vom Geruch her, also wenn ich auch hier, wie gesagt, die Hot Ramen mir, die waren schon wesentlich geruchsintensiver. Also das geht hier eigentlich. Ja, und von der Optik, sehr dünn die Nudeln, die sind viel, viel dünner, diese Ramen. Dann viel mehr Gemüse ist da drin, Pilze, Lauch, Hori halt sowas in der Richtung. Ich glaube Sellerie ist da noch drin, Mohrrübe. Und ja, ist okay vom Aussehen her, würde ich sagen. Das ist jetzt, ich weiß nicht, es ist auch so angerichtet, ist jetzt nicht ganz so, ne? Naja, wir probieren mal. Okay, guten Hunger, Freunde. Mal schauen, was wir können. So schauen die übrigens aus. Also ein bisschen dünner, da erkennt man es schon. Okay. Heiß. Aber die sind sehr weich. Also, von der Konsistenz der Nudeln her sind die total weich. Also die sind so richtig matschig, so richtig, so wie man sich so matschige Nudeln vorstellt. Wenn wir jetzt die Konsistenz uns von Samyang angucken, in diesen, wie gesagt, wir haben sie ja hier vorgestellt, diese doppelt spicy und wie sie alle sind, dann ist es einfach so, ja, ich weiß nicht, so ein bisschen bissfester noch, so richtig lecker so irgendwie. Und das ist einfach nur weich, matschig. Manch einer könnte vielleicht sogar sagen, okay, das hat Ähnlichkeit mit Glasnudeln oder so, in diese Richtung. So, dann gucken wir mal kurz nochmal auf die Würzmischung. Knoblauch. Knoblauch merkt man auf jeden Fall. Frischer Knoblauch. Leicht würzig, pfeffrig, so in diese Richtung. Und ein bisschen so, da merkt man es auf der Zunge, ist noch ein bisschen so, ja, Chili-Schärfe da. Weiß ich jetzt nicht, also wenn man das jetzt hier mit der Viper vergleicht, mit 250.000 Scoville, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das hier deutlich weniger. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, das ist auch weniger als die Double Spicy. Aber ich bin mir nicht sicher, wir müssen mal noch ein bisschen weiter probieren. Mal gucken. Und öliger kann das sein, das kommt mir so ölig, ölig vor. Aha, hier, da ist so Pilze, Pilz, Champignon, schätze ich. Die waren vorher getrocknet, deswegen ist das immer so ein bisschen pappig, wie ob man auf ein Stück Pappe beißt. Kein Gourmet, aber gut, wer sowas isst, das ist wahrscheinlich eh nicht Gourmet, oder? Ja, also die sind auf jeden Fall milder als die doppelt scharfen. Habe ich eine Packung hier gerade? Nee, habe ich nicht da. Aber ihr wisst ja, wie die Samyang aussehen. Die sind deutlich schärfer, die Samyang. Also das ist ja eher für Einsteiger geeignet. Ich schätze mal so, wenn ich schätzen müsste, irgendwas zwischen 3.500 und 5.000 Shu Scoville würde ich so ungefähr testen, schätzen. Also nicht mehr als 5.000, bin ich ziemlich sicher. Weil Tabasco, das ist noch ein bisschen so, das kommt so hin wie Tabasco etwa. Oh, 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 ja. Da ist so ein Pilz, ein richtig großer Pilz.
Mit einer Nudel. Die sind zu hart, die Pilze. Das ist wie ob ihr auf einen Kaugummi beißt. Also das ist nicht gut gelöst. Vermute mal zwei, drei Chili-Sorten werden da schon drin sein. Also im Winter wird sie schon durchheizen, denke ich. Für den normalen, wie sagt man, Genießer, der vielleicht nicht ganz so scharf ist, für den werden die hier vielleicht schon ein bisschen ja, zu pikant sein. Ja? Also das ist schon, man wird schon ein bisschen schwitzen, wird man im Winter, wird sie gut durchheizen. Also auch für mich jetzt, wo ich sage so, ja, die heizt im Winter bestimmt gut durch. Aber eben vom hedonistischen Standpunkt aus, also vom Genussaspekt her, muss ich sagen, fand ich auch die Stew-Type von Samyang auch ein bisschen besser. Ja, einfach weil die Nudeln dicker waren, die waren einfach von der Konsistenz angenehmer. Das war ja so dieses Besondere, was ich gut fand. So. Ja, ist auch viel. Lauch ist da drin. Mhm. Ja, ich kann schon vorweg sagen, sehr interessant, dass wir mal diesen Test gemacht haben. Weil ich habe erst überlegt, wollen wir den wirklich machen, weil meine Motivation war so ein bisschen so, ja, aber die Neugierde, ne, die hat gesiegt. Und ich bin froh jetzt darüber, diesen Test gemacht zu haben, weil jetzt kann ich mal auf YouTube mal sagen, ich glaube im deutschsprachigen Raum haben es ganz wenige getestet, oder kaum einer, ich habe jetzt nichts gefunden. Und somit durfte ich jetzt einer der Ersten sein, die auch diese, wie heißen sie nochmal? Nongshim-Nudeln mal probiert hat. Meine Entscheidung steht schon fest. Könnt ihr euch sicherlich auch denken, wie meine Entscheidung ausfallen wird oder mein Fazit. Wow, ja guck mal, richtig mit Gemüse da oben noch drauf. Die Karotte ist da. Wow, das ist doch mal ein Blick hier, das könnte man ja fast fotografieren, was? War zu hart. Ja auch. Zwiebel, Knoblauch, Ingwer, weiß ich auch. So. Gut, okay, Fazit, Freunde. Nongshim Super Spicy Chin Red Ramen Nudeln aus dieser Terrine hier. Was soll ich sagen, Freunde?
Das ist ein Essen, das ist ein Instant-Gericht, Instant-Nudeln, die genau für die Zielgruppe sind oder ist, sage ich mal, wie sie auch bestimmt sind. Das sind Büroarbeiter, die auf den Ämtern sitzen, die einen Mittagssnack haben wollen, die keine Zeit haben, vielleicht rauszugehen ins Restaurant oder ähnliches. Die nehmen sich so ein Ding hier, Wasserkocher oben rein, umrühren, 3 Minuten fertig, kennen wir, Instant-Nudeln. 5 Minuten, Terrine. Das ist es erstmal. Dafür ist es gedacht. So, und nun können wir doch die Frage stellen, schmecken die jetzt besser als Samyang? Muss ich ganz klar sagen, nee, Freunde. Die Konsistenz der Nudeln ist mir hier einfach zu weich, die Pilze sind mir zu hart, das Gemüse ist mir generell zu hart. Fand ich bei Samyang einfach cooler. Und auch diese Idee, sage ich mal, dass so, also selbst Stew Type, fand ich einfach bei Samyang angenehmer. Es war einfach wirklich ein Genuss, also nach wie vor, wo ich sagen würde, die Samyang Hot Chili Ramen, das sind einfach die besten Instant-Nudeln, die ich bisher je gegessen habe auf diesem Planeten. Also ganz klar, würde ich immer vorziehen. Hier, wie gesagt, ist ein bisschen abgespeckt dann, ne? Ist nicht ganz so der hedonistische Genuss. Durchwärmen tut sie auf jeden Fall. Im Winter, denke ich mal, wird sie durchwärmen. Da hat man kein Problem mit. Vom Schärfegrad, ich sagte schon, 3700 vielleicht, 3500 bis 5000 Schuh, schätze ich. Mehr als 5000 glaube ich nicht. Das ist ungefähr so wie Tabasco und der normale Classics. Also noch nicht mal der Habanero Tabasco, der mit 8000 Schuh daherkommt, beziehungsweise Scoville. Also aus diesem Grund, ja, ist angenehm gewürzt, aber das ist jetzt ja kein hedonistischer Hochgenuss. Kann man aber auf jeden Fall mal probieren. Ja, gibt es wie gesagt im eBay. Ich würde sie jetzt nicht ein zweites Mal essen, weil ihr wisst ja, ich bin Samyang-Freund. Ich habe trotzdem diesen Test mal gemacht, um einfach meine Meinung zu bilden, was andere Nudeln so können, die beworben werden. Übrigens, seit 1986 stellt die Firma, wie gesagt, dort in Südkorea diese Nudeln her und die werden auch in die Welt komplett verschickt. Deswegen, es ist auch international, wie es hier draufsteht. Also es erfreut sich wirklich großer Beliebtheit, auch diese Firma. Und die haben auch andere Sorten noch im Angebot. Aber ich werde sie jetzt nicht testen, deswegen könnt ihr beruhigt sein. Diese Geschichte Chili-Nudeln ist wirklich abgeschlossen jetzt. Wir mussten es einfach nochmal einen Vergleich machen, um mitreden zu können. In dem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das hier gefallen hat, lasst einfach mal ein Abo da, würde ich mich freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Biersüffler.